Herzlich willkommen zu einer Folge der Karte der Ingo Thüringen. Marsch. Nee, nicht Thüringer Marsch, sondern ja, die Marsch. Aktuell füllen wir Saatgut auf und Flüssigdünger für unsere Kartoffellegemaschine. Damit wir das gleich weitermachen können. Kalk Nummer 3, Feld Nummer 23 wird gekalkt. Dann werden wir gleich mal einen Punkt setzen, wo wir uns Schweinefutter kaufen können. Diverses. Mal sehen, wie das Ding heißt. Pferdefutter, Schweinefutterstation. Das ist erstmal der schnellste und einfachste Weg, um Tiere zu versorgen. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn wir vorbeifahren würden, ne? Der Ding ist da vorne. Passt. Dann kaufen wir gleich einen Anhänger für einen kleinen. Damit wir das dann nehmen wir auch so einen von Farmtech ein. Das reicht aus. Traktoren können wir einfach so nehmen, die wir eh schon haben. Da haben wir genug. Jetzt ist das Ding voll. Jetzt fahren wir hin. Und wenn wir gleich mal ein paar Schweine kaufen. Viehtransporter haben wir schon da. LKW, wenn wir noch einen LKW nehmen und zum Viehhändler fahren. Da jetzt, wenn wir gleich. Ja. Wenn wir noch Straße bauen, ein bisschen. Das, und aber mit dem Gestalten noch. Immer mal schauen, ob Tiere, ob das alles weibliche sein müssen. Na, männliche werden sie nicht vermehren, ne? Schweine sind eigentlich sehr gebärfreudig, sag mal so. Die haben eigentlich eine hohe Ferkel, also viele Ferkel bei meinen Schweinen. Vielleicht gibt es doch bald eine Wurstproduktion, da können wir Schweine an Schlachter verkaufen. So. Fangen wir hier vorne an, ne? Ob der Kalk reicht. Den hängen wir mal ab. Machen wir unseren Transporter hin. Dann können wir den gleich entsprechend wegstellen. Wir müssen auch noch diese Milch- und Wasserwagen wegstellen und den für Gärreste. Und der kann man nachher schön verkaufen, beziehungsweise fahren lassen und verkaufen lassen. Da würde er Verkaufskurs einfach wieder einfahren mit Kursplay. Und dann kann er immer die Strecke abfahren. Oder mit Autodrive, mal gucken, ob das funktioniert. Sollte eigentlich funktionieren. Aber wie gesagt, da müssen wir mal sehen. Wir müssen mal immer Gärreste haben, ne? Da haben wir immer noch nichts. Das Gras wächst ja noch. Theorie. So, Schweine, was nehmen wir am besten? Das sind
Das sind Ferkel. Also kleine Tiere. Kostet noch weniger. Der Dwarf. Pferde wollen wir nicht haben. Kühe auch nicht. Also Schafe oder Schweine haben wir noch vier Sorten da. Das sind alles Ferkel, also kleine Tiere. Also die werden zwar groß dargestellt, aber vom Gewicht her sind das alles kleine Tiere. Ich möchte eigentlich züchten, das heißt, da werden wir die Hellen nehmen. Ein LKW die Hellen. Anhänger ist voll. Da haben wir sie. Die Ötschis. Verstehen Sie. Okay, fahren wir zum Hof. Und dann ausladen. Dann kriegen Sie gleich Wasser. Wir werden noch mehr Schweine kaufen. Absatz. Gut zu wissen. Ah, nicht so eng, das geht noch. So, dann die Schweine sind ja eigentlich da hinten. Da ist jetzt Zufahrt geplant. Mhm. Die Grünen so alle Matsch. Die haben den Winter nicht überlebt. Müsste jetzt eigentlich gehen. Verschieben, ein Jahr alt. Da stehen die. Ey, bewegt euch ein bisschen, ja? Sehr aktiv. So. Der Wasserhahn sieht komisch aus. Aber es funktioniert. So, dann nehmen wir gleich mal einen Anhänger für Traktor hier. Wenn wir einen Traktor haben. Und gleich Schweinefutter holen. So, der Kalbstall ist fertig, wie es aussieht. Passt. Futter holen für die Schweine. Weil man könnte ja auch rein theoretisch sagen, wir bauen noch einen zweiten Stall und alle Tiere, die als Ferkel zu erkennen sind, also vom Gewicht her, kommen dann da rein und gehen dann entsprechend zur
Verkauf. Dann machen wir Gewinn. In der Hinsicht, dass wir uns nie wieder Tiere kaufen müssen. Natürlich werden die Tiere irgendwann auch sterben. Aber ich denke mal, dass... Also ein Tag pro Woche ungefähr schaffen wir. Später. Das heißt, ein Jahr geht sehr lange. Und ich glaube nicht, dass wir so lange hier bis zum 21. Version dann spielen, wenn das Tiere sterben. Und selbst wenn, kann man die ja im Prinzip dann noch verkaufen. Also ich habe mir jetzt auch gleich noch einen Schwung Schweine kaufen. Mal gucken, wo ich Futter abkippen kann, denn bestimmt wo die Siedlung sind, das liegt ja nahe. Dann werden wir uns auch eine Schweinefutterfabrik herstellen, aufstellen. Und dann werden wir das Futter alleine herstellen. Deswegen pflanze ich jetzt Kartoffeln an. Und Rüben, falls wir die auch brauchen. Glaube ich eher nicht. Ansonsten Weizen, Gerste haben wir dann schon mal. Und Mais auch. Ja. Na, das passt doch ideal. Schweine! Siehst du, haben sie alles drin. Stroh kriegen sie erstmal keins, habe ich nicht. Im Grunde. Eine Kühe steht dran, nicht fruchtbar bei Schwein. Nächstes Tier. Gut, dann wollen wir mal abwarten, was passiert. Das heißt. Wir holen nochmal einen Schwung. Ich habe mich gar nicht gezählt. Ich glaube, wir gehen da rein. Weiß ich gar nicht jetzt. Mal ganz kurz gucken. Wie viele Tiere gehen dann? Tiertransport. Ich habe den. Den Original, da gehen rein. Schafe gehen 24. Schweine 21. Das wäre eine andere Hausnummer, ne? Ah gut, das hat soll's. Dann holen wir nochmal 1, 2, 500 Tiere passen rein rechnerisch. Glaube ich waren's. Rein theoretisch noch zwei Ladungen holen. Aber erst machen wir hier die anderen beiden. Den schicken wir jetzt hin. So. Hat der eben drinnen gehabt. BGH, Feld. Sehr gesund, der würde ich meine. Weberreich, das Stadion, Tankstelle. Ach, da gibt es ja auch ein Original. Verkaufsstelle. Viehhändler. Kann allein fahren. Muss ich gar nicht mitfahren, ne? Dann müssen wir die Jungs entlassen. So, klappt mal ein. Oh, da ist Wasser. So. Jetzt wäre die Überlegung. Ich glaube 36 ist noch nicht so. Das. Dann machen wir erst die Mission, ne? Vielleicht. Mal sehen. Ah, Entschuldigung.
Ja, schon da. Den Kaschal lassen wir hier. Könnte man als Ausweichhoch betrachten. Beziehungsweise wir schicken den mal zum Hof. Weil da kann er hier vorne erwarten. Und wir haben uns dann entsprechend. Jetzt kann man mal Schweine. Wir können auch die Schwarten kaufen. Ah, die gibt es nur bunte. Das sind männliche Tiere. Und das sind auch männliche Tiere. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weibliche haben. Nehmen wir ein paar bunte. Männliche Tiere, das sind dann die reinen Masttiere, was wir jetzt haben, sind ja im Prinzip Zuchtschweine, die im Prinzip jetzt uns die Ferkel liefern, also die Grunde männlich und weiblich müssten die liefern jetzt nachher und die werden wir nachher entsprechend umstallen in einen anderen Stall und dann als Zuchttiere, als Masttiere halten und dann noch verkaufen. Wenn sie ihr Gewicht erreicht haben, gehen sie zum Schlachter. Also aktuell zum Händler, weil bisschen bunt kann ich schauen, sag ich mal so. Ist weit weg. Das sind ein bisschen billige Schweine. Da stehen sie wieder, wie angegossen. Und nun begrüßt immer die neuen Schweine. Quick, quick, genau. Jetzt holen wir uns einen Schwung. Ah, der andere Fall angekommen. Also das ist ja Autodrive eine gute Hilfe. Man kann auch Abfahrer machen, ne? Also das ist auch mit Kursblick kombinieren, das soll auch gut funktionieren. Aber das erfahren wir, wenn es später irgendwann ist. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, bis das wächst und erntereif wird. So. Grunde haben wir jetzt viele Pferde, aber wenig Schweine. Okay. Nehmen wir noch von den teuren. Bestätigen. Das haben wir, denke mal, auch genug Schweine gekauft, weil eine Sau kann da bestimmt 10 bis 15 Deckel bekommen. Ich weiß nicht, was hier vorgesehen ist, von der Berechnung her. Aber ich denke mal, das wird sich schnell ziemlich ja, mehr werden, sagen wir so, ne?
So. Dann kaufen wir noch den Schweine, beziehungsweise stallen wir ihn noch ein. Vielleicht kommt noch vom Season Update, dass man dann entsprechend die Tiere anders erkennen kann. Ich habe zwar versucht, die andere Version runterzuladen, also die Beta-Version, also, aber das hat bei mir nicht geklappt. So. Jetzt muss ich zeigen, ob das nicht zu eng ist. Oder ich fahre das da oben rein. Ja, ich hab da ja noch eine andere Idee. Wollen wir erstmal aufmachen. Und dann schieben wir rückwärts rein. So, liebe Zuschauer, das soll es heute für gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich glaube, ich war ein bisschen schnell. Und mal vorne. So, liebe Zuschauer, ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Schüsse wegen Winkel. Und mit der Aktion mit dem Anhänger reinstand in der Garage, in der Halle, beenden wir die heutige Folge. Tschüss!